Hallo Leute und willkommen zum zweiten Tutorial. Und diesmal werde ich euch zeigen, also immer wenn ich das Spiel Rift starte, kommt eine Fehlermeldung. Kenne ich gerade nicht auswendig. Aber so, die Fehlermeldung. Ungültige Anmeldeforderung, bla bla bla. So, wenn ihr das auch habt, es gibt einen ganz einfachen Weg, es zu beheben. Also ohne irgendwas zu patchen oder sowas. Also hier, einfach schließen. Geht ihr einfach wie im Programm beenden. Was ist? So, und meldet euch einfach mal an. Ja, Firewall. So. Und jetzt, tada, es geht. Ihr könnt sogar spielen. Stellt euch vor. So, wenn ihr dann im Spiel seid. Ja, es lädt erstmal schön. Nochmal. Ah, jetzt. So, hoffentlich seht ihr das jetzt noch. Egal. Auf jeden Fall, wenn ihr in dem Spiel seid, könnt ihr wieder euren VM-Programm öffnen. Also in meinem Fall jetzt ist Kaspersky. Kaspersky Internet Security 2013. Bedrohung andere. Wow. So, und ist ja eigentlich ganz easy. Also ihr könnt jetzt wie jeder andere hier spielen ohne Probleme. Ja. Ich lasse es noch schnell laden, damit ihr seht, dass auch alles geklappt hat. Lad schneller. So, und ihr seht, ja, es geht. Also ihr könnt spielen, hüpfen, was auch immer ihr wollt. Könnt ihr auch. Ja, könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, Spaß. Bis zum nächsten Mal.